So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, das ist ein Lego Ninjago Legacy Set, was schon länger auf dem Markt ist. Ich glaube schon, jetzt fast ein Jahr, bestimmt schon. Aber ich habe mir jetzt endlich geholt. Ihr wisst, Ninjago Drachen, ich habe sie fast alle. Und ich bin ja dabei, so ein Overlord-Diorama zu bauen, mit die Großen, mit die Kleinen. Da gehört eigentlich der Drache zu. So, und jetzt habe ich mir den Drache schnell noch gegönnt. Warum schnell noch? Weil er zurzeit noch für 30 Euro zu haben ist. Dann wieder teurer, wie alles andere von Lego. Ich glaube, 5, 6 Euro wird er bestimmt teurer. Und er ist fast ein Jahr da. Dann geht er, ihr wisst, aus dem Programm, dann kommt wieder was Neues. Und da ich ja dann nicht wieder die älteren Drachen kaufen möchte für das Dreifache, habe ich mir gedacht, okay, ich nehme das Set jetzt mit für 30 Euro, dann passt. Also wenn ihr Lust zu habt, zu diesen Lego Ninjago Legacy Overlords Drache mit der Nummer 71742, verlinke ich euch das unter dem Video. Sicher, bequem und noch günstig, also so um die 30 Euro kostet das Set, wenn ihr es noch haben wollt oder wenn ihr mehrere Drachen davon haben wollt, wenn ihr schon einen habt und ihr wollt mehrere davon. Meistens sieht das ja auch cool aus, wenn da mehrere Drachen von einem sind, aber das wisst ihr ja. Aber nichtsdestotrotz packe ich den jetzt aus und baue den zusammen und dann natürlich mal schauen, wie groß er ist, im Gegensatz zu einem Overlord Boss und Taum, die zusammen harmonieren. Das ist ja für mich auch wichtig. Aber jetzt erstmal vorsichtig den Karton öffnen. So, einmal. Und die andere Seite, eine Seite geht meistens immer da drauf. Seht ihr, aber es macht nichts. Hauptsache der Karton ist da. Und in Ordnung. Ein Tütchen, zwei Tütchen, drei Tütchen und das war's. Und wie gesagt, der eine oder andere kennt das ja. Er ist ja schon seit fast einem Jahr auf dem Markt. Dann seht ihr hier die Bauanleitung. Brauche ich nichts zu sagen. Mal gucken, was in Tütchen 1 ist, ob da eine Figur bei ist. Tütchen 1, jawohl. Ja, ich bin jetzt ehrlich, Leute, mir wäre lieber gewesen, wenn es Kai gewesen wäre, der goldene Kai, als der goldene Lloyd. Aber er ist goldig, Scherz beiseite, dann passt das schon alles. Aber nichtsdestotrotz, ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare, wie ihr den Drachen findet. Habt ihr ihn vielleicht selber schon? Oder jetzt ganz ehrlich, wollt ihr euch denn jetzt zulegen, weil ich ja eben euch den Link jetzt packe. Wie gesagt, es wird alles teurer. Da müsst ihr von ausgehen. So, das ist... das. Ah, er kommt so rum drauf. Ein gelber Kopf. Und natürlich goldene Turban mit grün, weil es der Lloyd ist. So, das ist die eigentliche Figur, der goldene Lloyd, der dabei ist. Aber wie gesagt, es ist ja eigentlich Overlords Drache, der für mich das Maßgebende ist. Das ist so, weil alles andere, die Figur an sich, wisst ihr selber, habe ich so viele und es werden noch reichlich dabei kommen. Aber nichtsdestotrotz werde ich natürlich das Video jetzt erstmal unterbrechen, weil ihr müsst ja die ganze Zeit nicht zuschauen, wie ich baue, obwohl das ja viele immer fordern. Aber teilweise, ihr wisst es selber, ist es nun mal so, und dann dauert das etwas länger, weil man die bestimmten Teile nicht findet. Aber jetzt geht es eigentlich ziemlich zügig, merke ich jetzt gerade. So, das Schwarze, dann umdrehen, ist so, und jetzt kommt dieses Teil,
hier dran. So, bin jetzt schon auf Seite 8. Ja, scheint doch Züge zu geben. Aber so zwei goldene dahin. Aber ich werde das Video jetzt unterbrechen, weil ich ja nicht in eins durchbaue. Ich trinke immer zwischendurch was. Also sag ich mal, bis gleich. So, auf Seite 23 angekommen. Das bedeutet Tütchen 2 öffnen. Das haben wir jetzt in Tütchen 1 alles gebaut. Ja, sieht noch nicht spektakulär aus, wie ihr seht. Aber es hat schönes Gewicht und eine schöne Größe schon. Das dazu. Aber jetzt kommen wir natürlich zu Tütchen 2 und die zweite Figur, ein Overlord. Und der kriegt bei mir einen Ehrenplatz. Ah, Platz. Einer. Und zweimal. So, und warum bekommt er auch das noch eine Tüte? Zwei, zweieinhalb und zwei, drei Viertel. Da sind zwei kleine Tüten drin. Okay, dann wird vielleicht der Bau- und Bastelspaß etwas länger andauern. So, jetzt kommen wir natürlich erstmal zu meinem Overlord. Einmal. Dann hat er nämlich ein Schulterpolster. Da ist er nämlich absolut nicht so wie die anderen. So, jetzt natürlich Körper. Jetzt fehlt das Köpfchen. Hallo, da ist es. Also, das ist der klassische Overlord mit dem goldenen Druck, was so aussieht wie so Rippen, ist natürlich in jedem anderen Overlord auch. Das ist die Armee, die ich schon mal aufgebaut habe, die ich brauche. Aber ihr seht, er hat Schulterpolster, der nicht nur hier vorne, der eben mit den Füßen, der hat Schulterpolster. Ist er also ein sogenannter General oder Anführer oder, wenn ich den Helm finde, da ist er. So, der kriegt jetzt hier vorne einen Platz erstmal. Seht ihr, der hat Schulterpolster, sonst sind alle gleich. Es sind wirklich alle gleich, bis auf den Schulterpolstern. So, ich baue natürlich jetzt Tütchen 2. 2,5 und 2,75 zusammen und melde mich dann nochmal wieder. Deswegen sage ich bis gleich. So, bin jetzt auf Seite 50 angekommen. Das bedeutet die dritte und letzte Tütchen des Overlords Drachen. Und das ist bis jetzt gebaut. Ihr seht, und es ist alles absolut beweglich. So sollte es sein. Bloß die Bauform von hier, von diesem Hals. Die hätte ich mir jetzt ein bisschen anders gewünscht, ein bisschen dichter und noch ein bisschen Accessoires, Drachen, die lilanen Drachenstücke dran oder so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Von unten drunter, richtig cool, Beine auch und er steht natürlich sofort. So, jetzt werde ich natürlich Tütchen 3 und 3,5 aufmachen. Zusammenbauen und dann werde ich mit einer anderen Perspektive wiederkommen, weil wir wollen ja schauen, ob dieser Drache, also ich mir so vorstelle, zu den passenden großen Overlord-Boss und wie das natürlich dann zusammen aussieht. Falls der eine oder andere natürlich den großen Overlord-Boss nicht hat, der sieht es dann auch, ob es sich lohnt, ein oder wenigstens beide zu kaufen oder zwei oder zu wenigstens einzukaufen. Wie gesagt, es ist Geschmackssache. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt Tütchen 3 verbauen und sage mal bis gleich. So, wie ihr seht, Overlords Drache ist fertig. Der ist ziemlich lang, in dem Sinne also groß. Also wenn ihr den Karton kennt, der ist ungefähr 10 bis 15 cm länger, wie der eigentliche Karton. Breite
Der Overlords Drache ist auch breiter wie der Karton. Also der Karton ist kleiner wie Overlords Drache. So, jetzt muss ich dazu zu was sagen. Hier hinten der Schweif, ihr seht selber, richtig beweglich. Dann die Flügel. Okay, es ist mal wieder, ich sag mal so eine Art Kling. Hatten wir natürlich schon mal bei den Jago-Drachen, aber mir persönlich gefallen die nie. Ich hätte lieber so ein Tuch gehabt. Ihr wisst, was ich meine. Besser. Aber er hat seine Daseinsberechtigung. Er ist richtig schön groß. Muss man lassen. Alles beweglich. Die Flügel könnt ihr einstellen. Ihr seht es hier nach vorne, zurück, rauf, runter, so wie ihr wollt. Wie er eben in Angriffsposition bei euch ist oder sonst was. So, es kommt natürlich sein Kumpel oder König. Wer den hat, ihr seht selber, ich packe mal das Bunte hier hinter weg. So, die Größe passt wunderbar dazu. Ist so. Jetzt baue ich mir daraus ein Diorama, weil die haben natürlich einen Gegenpart, wo sie gegen kämpfen. Und bald habe ich soweit, dass ich die ersten Fotos auf meinen Instagram-Kanal packen kann. So, und ich dachte mir nämlich, dafür ist er zu groß, wenn er ihn in der Hand hat. Seht ihr das? Dafür ist er viel zu groß. Es ist so. Also muss ich das irgendwie anders befestigen, dass der in Angriffsposition dahin fliegt. Aber sonst, ihr seht es, passt er wunderbar dazu. Farblich sowieso. Kann den einstellen. Der bleibt immer natürlich so stehen, wie ihr den einstellt. Natürlich einen gewissen Grad, dann kippt er um. Aber ihr seht, er passt wunderbar dazu. Das ist einfach nur genial. Ich werde natürlich meine anderen Overlords auspacken, als Armee verteilen und dann den Gegenpart. Und der Gegenpart, ich kann euch mal zeigen, der Drache, den habe ich nämlich hier schon rausgeholt. Nein, ich zeige euch den. So, gegen diese Armee, es sind zwar auch Overlords, wird er kämpfen. Da passt nämlich die Größe hierzu. Und in dieser Serie gab es auch einen Drache, der auch diese Leuchtsteine hat. Passt wunderbar dazu. Das wird mein Diorama. Jetzt wisst ihr Bescheid, falls ihr fragen wollt. Aber nicht zu trotz. Wer natürlich noch Lust auf diesen Drachen hat, für 30 Euro, verlinke ich euch unter dem Video. Wie gesagt, 30 Euro zurzeit noch. Es wird alles teurer. Und weil er ja schon so lange auf dem Markt ist, wird er auch demnächst verschwinden. Dann wird er sowieso teurer, das wisst ihr. Aber wie gesagt, wenn ihr den Drachen gerne noch haben wollt für 30 Euro, verlinke ich euch unter ein Video. Sicher, bequem und zurzeit noch günstig. Auf jeden Fall, ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare über den Drachen, ob ihr den vielleicht selber schon habt und ob ihr vielleicht auch eine Idee habt, wie man Dioramen machen kann. Weil ich brauche noch ein bisschen was dazu, aber ihr seht selber, es passt einfach. Wunderbar passen die beiden zusammen. Der die beiden noch nicht zusammen gesehen habt, ihr seht es selber, sie passen wunderbar zusammen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, der Drache unter das Video verlinkt, sicher, bequem und günstig. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare dazu. Und das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.